sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. Unser heutiger Antrag ist ein Appell an die Vernunft in diesem Hause. Denn wenn uns die vergangenen Wochen eines deutlich aufgezeigt haben, dann, dass zurzeit kaum etwas wirklich vorhersehbar ist. Und da spielt es keine Rolle, oder beziehungsweise ich wollte zunächst mal noch Bezug nehmen auf Zitate von heute Morgen, die ich jetzt leider auf meinem Tisch liegen gelassen habe. Der Kollege Funk hat gesprochen von einer Wirtschaftskrise, deren Ausmaß heute noch nicht absehbar ist. Der Kollege Lafontaine hat gesprochen davon, dass wir momentan uns im Nebel bewegen und uns vorantasten. Und da spielt es auch keine Rolle, ob wir von Zahlen des RKI sprechen oder von weiteren Gängelungen der Bevölkerung oder sogar über die in Teilen auch unverhältnismäßigen Maßnahmen mit all ihren ökonomischen und sozialen Folgen. Ebenfalls nicht vorhersehbar ist es daher auch, wenn wir über die Folgekosten der Corona-Zeit oder dann letzten Endes sogar über den Landeshaushalt für die kommenden Jahre sprechen. Alle Zahlen, die bisher bekannt sind, lassen zumindest Dramatisches erahnen. Bundesweit mussten mittlerweile rund 20% der Unternehmen Mitarbeiter entlassen, in einigen Branchen noch viel mehr. Wo man hinschaut, gab oder gibt es Kurzarbeit. Viele Branchen mussten bereits wochenlang schließen. Dazu all die Menschen, die vor der Arbeitslosigkeit stehen oder den Weg in diese bereits gehen mussten. Viele andere stehen vor dem finanziellen Ruin. Etliche Kommunen, gerade auch im Saarland, mussten bereits drastische finanzielle Folgen ertragen. Zum Beispiel durch massive Einbrüche bei der Gewerbesteuer in Millionenhöhe. Erste Kommunen haben bereits Haushaltssperren verhängt. Weitere werden folgen. Die kommunalen Haushalte befanden sich bereits vor Corona zum Teil in einer schlimmen Situation. Die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen, die sich durch die jüngst getroffenen Corona-Maßnahmen zeigen werden, wird man hingegen erst in den kommenden Monaten und Jahren zusätzlich zu spüren bekommen. Der Saarlandpakt ist an einigen wesentlichen Punkten bereits heute obsolet und muss dringend überarbeitet werden. Die Kommunen sind einfach nicht in der Lage, die ihnen auferlegten Pflichten zu erfüllen. Und genau in einer solchen Zeit, in der ganz aktuell der Arbeitskreis Steuerschätzung einen Einbruch von mindestens 100 Milliarden Euro für das Jahr 2020 voraussagt und bis ins Jahr 2024 insgesamt sogar bis zu 300 Milliarden Euro, wollen Sie für die kommenden beiden Jahre planen. Mit Verlaub, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht ambitioniert, das ist schlicht und ergreifend unseriös, um nicht zu sagen Unsinn. Sie wollen also ins Ungewisse planen. Ich kann mich noch gut an diverse Fünfjahrespläne erinnern. Bei den Meldungen zur Planerfüllung bzw. in der Regel Planübererfüllung haben sich regelmäßig selbst dickste Eichenbalken heftig durchgebogen. Am Ende aller Planübererfüllung stand dann der planmäßige Bankrott. Die Kollegin Petra Berg von der SPD, zumindest wurde sie in einem Artikel der Saarbrücker Zeitung so zitiert, sagte, dass man ja bereits wisse, welche Kosten im Wesentlichen entstanden sind. Also da kann man dann wirklich nur staunen angesichts der Tatsache, dass immer noch ganze Branchen geschlossen sind, Kurzarbeit fahren, heftigste Auflagen nach einer Wiedereröffnung erfüllen müssen und für sich selbst oftmals den wirtschaftlichen Schaden noch gar nicht abschätzen können. Zahlreiche Schließungen und Pleiten aufgrund des Lockdowns und sonstiger getroffener Maßnahmen drohen unserer Wirtschaft ja nach wie vor. Und was ist eigentlich mit den möglichen Folgen des Schreckgespenstes einer zweiten oder gar dritten Welle, das uns tagtäglich wie ein Mantra gepredigt wird? Und dann stellen Sie sich dahin und sagen, dass man ja bereits wisse, welche Kosten im Wesentlichen entstanden sind. Da kann man den betroffenen Unternehmern wirklich nur empfehlen, sich die Antworten auf ihre vielen Fragen und Lösungsratschläge für ihre vielen Probleme bei Frau Berg zu holen. Der geschätzte Kollege Alexander Funk von der CDU beruft sich in dem gleichen Bericht der Saarbrücker Zeitung dann auf ein Sondervermögen Corona, mit dem alle direkten und indirekten finanziellen Folgekosten der Corona-Krise abgedeckt seien und man somit ja flexibel auf alle Folgen reagieren könne.
Richtig ist, dass durch dieses sogenannte Sondervermögen, das im Übrigen durch die Aufnahme neuer Schulden generiert wird, zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung stehen werden. Zur Wahrheit gehört aber auch, und da zitiere ich Ihren Landeschef mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin, aus NRW, Herrn Laschet, dass diese Schulden die nächste Generation, und ich möchte hinzufügen, die nächsten Generationen, bezahlen werden. Schon aus diesem Grunde sollte der verantwortungsvolle Umgang mit diesem Geld das Gebot der Stunde sein. Und genau da sind wir wieder beim Thema. Wie wollen Sie wissen, welche tatsächlichen Folgen und Folgekosten das Ganze nach sich ziehen wird? Selbst für den diesjährigen Nachtragshaushalt wird es nur schwer möglich sein, halbwegs belastbare und seriöse Zahlen zu ermitteln. Demnächst wird die Steuerschätzung kommen. Anfang Juni folgt dann die Regierungsklausur zum Nachtragshaushalt, den Sie wiederum zwei Wochen später durch dieses Haus bringen wollen. Alles sehr kurzfristig, weil eben der Situation geschuldet. Das ist im Grunde ja auch soweit noch alles nachvollziehbar. Doch genau in dieser Situation, in der man eben kurzfristig planen sollte oder sogar planen muss, wollen Sie bereits in diesem Jahr die Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2022 planen. Woher nehmen Sie eigentlich diese Sicherheit, dass ab Herbst dieses Jahres oder auch ab dem kommenden Jahr wieder alles in relativ normalen Bahnen oder vorhersehbaren Bahnen ablaufen wird? Wirkliche Verantwortung und der richtige Weitblick in diesen Zeiten würden bedeuten, kurzfristig zu kalkulieren und nicht zu versuchen, in der Glaskugel einen Blick in das Jahr 2022 zu werfen und auf dieser Basis einen Haushalt zu planen. In unseren Augen ist das schlichtweg nicht möglich und nichts als Kaffeesatzleserei. Verantwortungsvolle Politik sieht anders aus. Natürlich wissen wir alle, dass im Frühjahr 2022 die nächste Landtagswahl ansteht. Und natürlich wissen wir in diesem Hause ebenfalls alle, dass die Parteien der Regierungskoalition unliebsame Haushaltsdebatten im Vorwahlkampf gerne vermeiden. Durch einen Doppelhaushalt kann man das natürlich elegant umgehen. Das ist immerhin gute alte Tradition, nicht nur im Saarland. Doch bei aller Nachvollziehbarkeit, dass die Regierung in der Wahlkampfzeit keine für sie unbequemen Debatten mit der Opposition führen will, ist momentan doch wirklich nicht die Zeit für parteipolitische oder wahltaktische Spielchen. Das hört man doch insbesondere von Vertretern ihrer Parteien Tag aus Tag ein in der aktuellen Corona-Situation und den damit verbundenen Demonstrationen von Bürgern. Lassen wir diese Spielchen heute einfach mal sein, geben Sie sich einen Ruck und stimmen Sie für das einzige Vernünftige, was man derzeit in diesem Punkt machen kann. Eine seriöse Planung der Landesfinanzen, die zwangsläufig flexibel auf heute eben nicht absehbare Entwicklungen der Einnahmen und Ausgaben reagieren muss. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass der geschätzte Herr Finanzminister bei allem Informationsvorsprung, den er gegenüber einer kleinen Oppositionsfraktion hat, das Stand heute anders sehen kann. Und genauso wenig kann ich mir vorstellen, dass heute auch nur einer von Ihnen, liebe Kollegen, Stand heute wissen kann, wohin die Reise geht bezüglich unserer Einnahmen und Ausgaben im Jahre 2022. Parteipolitische und wahltaktische Spielchen haben wenig zu tun mit Verantwortung für das Saarland. Verantwortung für das Saarland zu übernehmen bedeutet, Entscheidungen zu treffen auf der Basis seriöser Informationen. Und diese seriösen Informationen, um Entscheidungen zu treffen für einen Haushalt 2022 liegen weder heute noch im Sommer noch im Oktober zur ersten Lesung vor. Es würde dem Landtag gut zu Gesicht stehen, dieser Landesregierung eindringlich nahezulegen, in stürmischen Zeiten weiterhin auf sich zu fahren. Und ich erinnere nochmal an die Zitate von Oskar Lafontaine und Alexander Funk von heute Morgen. Ja, wir stochern im Nebel und tasten uns voran. Und ja, wir befinden uns in einer Wirtschaftskrise, deren Ausmaß heute nicht abzuschätzen ist. Und, sehr geehrter Herr Finanzminister, bitte stochern Sie nicht im Nebel. Legen Sie uns einen separaten Haushalt für das Jahr 2021 und für das Jahr 2022 vor. In diesem Sinne bitte ich um Zustimmung zu unserem Antrag.